In diesem Tutorial nehmen wir unseren bereits erstellten 360-Grad-Screenshot und bauen daraus eine SkySphere. Ja, legen wir direkt los. Im letzten Tutorial haben wir ja diesen 360-Grad-Screenshot erstellt, mit dem HDRI-Backdrop genutzt und so weiter. Falls dich das interessiert, die Playlist ist oben rechts verlinkt. Und jetzt wollen wir eine SkySphere erstellen, also eine ganz einfache SkySphere, und wollen natürlich auch unseren 360-Grad-Screenshot nutzen. Das geht wie folgt. Wir brauchen natürlich als erstes irgendein Mesh, auf dem wir das projizieren lassen können. Das machen wir ganz einfach. Wir nehmen hier unter Shapes einfach die normale Sphere. Da gibt es auch verschiedene Varianten und verschiedene UV- oder Konstruktionsarten, wenn ich das mal so sagen darf. Und hier an der Stelle nehmen wir jetzt einfach die. Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, hau sie gerne auf Discord raus. Dann können wir darüber gerne ein bisschen fachsimpeln. Hier an der Stelle eine ganz normale Sphere. Die machen wir natürlich jetzt erstmal ein bisschen größer. Sagen wir mal auf, weiß nicht, 3 oder 5. Nehmen wir mal 5. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Material, was wir hier anwenden können. Hier einmal rechte Maustaste auf unseren 360-Grad-Screenshot, Create Material. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Wir gehen sofort rein. Der meckert hier. Ich füge das mal hier hinzu und mache das mal weg. So, der meckert jetzt, dazu kommen wir gleich. Als erstes möchte ich natürlich nicht, das ist jetzt persönliche Präferenz, dass meine SkySphere in irgendeiner Form beleuchtet werden kann. Deswegen wird hier das Shading Model auf Unlit gestellt. Und RGB kommt in die Emissive Color, dann war es das damit. Außerdem erwartet er hier einen Float 3. UVs sind ja normalerweise ein Float 2. Also wenn ich hier nichts dran baller, dann ist es so, als wenn ich das so dran schießen würde. Ja, und hier haben wir jetzt halt nur U und V an der Stelle. Aber er will 3 haben. Was bedeutet das jetzt für uns? Ganz einfach, wir geben ihm, was er haben will. Und zwar mit einem Reflection Vector World Space. Also WS steht für World Space. Und dann können wir hier an der Stelle auch schon was sehen. Ich gucke mal ganz kurz drüber, ob wir noch was brauchen. So, Two-Sided brauchen wir auf jeden Fall, weil wir wollen ja in die Sphere rein. Ich zeige dir nochmal ganz kurz, wie das jetzt aussehen würde. So. Drauf damit. So, und jetzt fliegen wir, jetzt fliegen wir rein. Aber sehen jetzt nichts mehr, jetzt sind wir gerade drin. Und deswegen muss es halt two-sided sein, damit es nicht nur von außen, sondern auch von innen auch angezeigt wird. So, zack, apply. Dann gucken wir mal, passt das, passt der Rest soweit? Jawohl, alles klar, lassen wir es so. Hier an der Stelle kann man natürlich noch viel mehr machen, aber das ist jetzt so der simpelste Weg. Und jetzt gehen wir wieder raus und schauen uns das Ganze nochmal an. So, wir sind jetzt in unserer Sphere. Aber alles, also sieht schon gut aus, nur alles ist leider falsch rum. Also wieder zurück ins Material und wir drücken die 3, linke Maustaste, einmal ran damit, Apply, wir gehen wieder zurück und alles ist good to go. So, wir haben jetzt unsere SkySphere, fliegt nochmal raus. So, unsere SkySphere, da ist unsere HDR. So, nebeneinander sieht das jetzt so aus. Wenn wir jetzt langsam reinfliegen, irgendwann verschluckt es uns. Zack, und jetzt sind wir drin. Das ist jetzt unsere riesige SkySphere. Ja, nicht nur so winzig ist, aber riesig aussieht, wenn man drin ist. Und das kannst du natürlich jetzt so groß machen, wie du möchtest. An der Stelle lohnt es auf jeden Fall, die anderen Lichtquellen auszumachen natürlich. Wir haben jetzt hier Licht schon drin durch den HDR Backdrop. Aber, und ich zeige es mal ganz kurz, sagen wir mal, machen wir es mal einfach auf 1000 oder so. So, jetzt ist das ein Riesending. Da ist noch unser HDR, von dem das Licht sozusagen kommt. Hier an der Stelle können wir den auch einfach mal rausnehmen. So, dann hätten wir hier drin natürlich jetzt keine Lichtquellen. Alles, was wir hier sehen, ist Licht, weil wir hier die Emissive Color befüllen. Das heißt, unabhängig von dem Licht, was wir hier im Level haben, nämlich überhaupt gar keins an der Stelle. Und genauso soll das sein. Also perfekt, finde ich halt sehr gut, wie schnell das geht, und du kannst halt, wie du ja im letzten Tutorial schon gesehen hast, also in dem 360-Grad-Screenshot-Tutorial, super schnell einfach eine neue Textur machen oder auch mehrere, und kannst die Cube Maps auch, die Texturen auch auswechseln und so weiter. Also es ist sehr viel möglich, wenn es da um so einen dynamischen Wechsel geht. Schreib es mir auch gerne in die Kommentare oder natürlich wie immer auf Discord, weißt du ja mittlerweile schon. Ja, und so schnell kann es gehen. Wir sind fertig. Ja, ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gefallen hat. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem aktuellen Projekt und wir sehen uns wie immer im nächsten Tutorial. Unreal Engineer out.